Na, ihr Freunde von Eis. Oh, ich habe vergessen zu schlafen. Willkommen zurück zu Dredge. Zählen die eigentlich auch als Fische? Wahrscheinlich nicht, ne? Es muss Fisch sein. Es darf nicht Seestern sein. Oh, ich habe eine Fäulnis an Bord. Wir lagern vor mal da, Kasper. Warte, die Fäulnis an Bord. So, wir müssen irgendwas mit diesem Fisch machen. Mit diesem Fisch. Mit diesem Monster. Ich habe ja im Notfall einen Bann. Also wie wenn ihr bei mir einen Twitch-Stream guckt und ihr Mist labert, dann lese ich aus meinem Buch und dann seid ihr weg. Nee, das ist so unser letztes Mittel, uns gegen diesen Kack. Man ist so verleitet, weil das halt die Narrative vom Spiel ist, hier Narwal zu sagen. Aber es ist halt kein Narwal. Es ist irgendein Monster, das uns richtig den Hintern versohlt. So, ich muss jetzt gucken, wo die Dinger waren, an denen ich das befestigen konnte. Hier drüben. Bevor das Vieh wiederkommt. Und da ist es schon. Passt rein, aber ich krieg nichts anderes rein, wenn ich das reinsetze. So, auf den Haufen passen keine Fische mehr. Bams. Das müsste ihn sättigen, zumindest eine kleine Weile lang. Hier drüben gab es noch eins. Das ist aber, glaube ich, wirklich nur, um den abzulenken. Also damit wird man den einfach für eine Zeit los. Das hat nicht den wirklichen Zweck, dass man damit irgendwas macht. Meine Frage ist, wenn ich noch so ein Fieder jetzt reinsetzen würde, ne? Würde das irgendwas bringen? Ein Kackaal, ich nehme raus. Was ist schon wieder da? Ah, der frisst dann trotzdem dran. Okay. Wenn ich da Fisch positioniere, dann frisst er den. Und damit kann ich den eine Zeit lang ablenken. Das ist eine wichtige Info. Das ist eine sehr wichtige Info. Außerdem ist Nacht, das heißt, ich penne jetzt bei der Klaue. Noch ein provisorisches Lager, das im Schatten einer gefrorenen, blauen, bewehrten Hand errichtet wurde. Jemand hat eindeutig nach diesen Dingern gesucht. Wie groß ist das Vieh? Wenn das eine die eine Klaue ist und das andere die andere, dann ist dieses Vieh riesig. Da hinten ist das Licht, das die meinen. Okay. Wahrscheinlich das Horn von dem Vieh. Wir gucken erstmal in der Ausrüstung. Ja, du durchwühlst den kleinen Haufen an Ausrüstung im Schnee. Die meisten Gegenstände stecken fest im Eis. Aber in einem kleinen Rucksack findest du ein altes Tagebuch. 2. Juni. Der Captain befahl uns, ein Lager auf dem Eis mitten in der Lagune zu errichten. Als wir Lichter im Eis sahen, dachten wir alle nur an Schätze. Unsere Mission umfasste eigentlich keine Schatzjagd. Aber da der Captain den Löwenanteil aller Funde bekommt, da überraschte es mich nicht, dass er die Regeln nicht so ernst nimmt. Wenn das Lager fertig ist, fangen wir mit dem Graben an. Den ganzen Tag im Eis gegraben. Schaufeln und Eishacken. Weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so erschöpft war. Man gönnte uns nur 2 kurze Pausen am Tag.
Als ich mich in der Grube gegen das Eis lehnte, hörte ich etwas. Es klang anders als die Eishacken. Kurze, scharfe Töne, sehr tief, wie ein Grollen aus der Tiefe. Bei meiner ersten Pause ertönte es nur gelegentlich. Ein paar Mal pro Minute. Bei meiner zweiten Pause war es schneller, wie ein Herzschlag. Okay. Der Captain hat gehört, wie ich anderen von dem Geräusch in den Gruben erzählt habe. In Hand und Drehen war ich vor seinem Schreibtisch und dachte schon, meine Heuer würde gestrichen. Zu meiner großen Überraschung wusste er schon davon. Ich musste es ihm immer und immer wieder beschreiben. Er will, dass ich ihm helfe, herauszufinden, woher es kommt. Als er in mich drang, ich glaube, das ist falsch übersetzt, aber vielleicht hatte er auch ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Chef, man weiß es nicht. Sagte ich, dass es aus dem Osten zu kommen scheint. Morgen ziehen wir aus, um es zu suchen. Vielleicht kriege ich danach eine Prämie. Eine unnatürliche Eisnadel ragt über dem... Ja, das kennen wir ja. Eine gequälte Stimme ruft aus den Tiefen des Eises. Hilf mir! Eingefroren! So viele Jahre! Befrei mich! Bitte! Zerschlage das Eis! Wer bist du? Bin der Bootsmann! Der Expedition! Der Schrecken! Bitte! Zerschlage das Eis! Was passiert? Die Gestalt windet sich in schmerzhaften Formen. Wir sahen tanzende Lichter im Eis. Gruben tiefer. Wussten nicht. Ich hörte es. Das Herz schlagend unter dem Eis. Das Zerbrechen, Aufwachen, die Geräusche im Osten. Ich ging. Der Captain brachte ihn her, um es zu finden. Die Hand in der Nacht. Schatten von Klauen. Die Dunkelheit schwindet. Ich wandte mich ab, nur einen Augenblick, der Schmerz, die Klauen, mein Rücken, so kalt, so dunkel, unter dem Eis. Bitte, zerschlage das Eis. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten auf jeden Fall schlafen, weil ich glaube, bei Nacht geht hier richtig, richtig der Scheiß ab. Da kommen hier offenbar Klauen raus. Also Standardregel für Dredge, bei Nacht nicht auf dem Eis unterwegs sein. Standardregel für Dredge, bei Nacht gar nicht unterwegs sein. Also immer wenn man bei Nacht irgendwo unterwegs ist, dann ist immer die Kacke am Dampf. Wir hören halt auch dieses Kackherz. Das war eine scharfe Kurve. Und ich weiß ganz genau, dass dieses Herz nichts Gutes verheißt. So. Fischmarkt. Ah, hier die eine Makrele und das Vieh. Oh, mein Netz ist so gut wie hin. Dann sollte ich das mal reparieren. Und dann ab zur eisigen Baustelle. Das ist alles. Ich wärme nur still die Hände und dann fange ich an. Gut. Ich glaube, das müsste funktionieren. Der Bug deines Schiffes kann jetzt durch Eisschollen brechen. Na los, probier's aus. Ich werde von hier zusehen. Nicht vor morgen früh. Geh nicht bei Nacht da rein. Ganz so lebensmüde bin ich noch nicht. Was ich fast vergessen hätte. Sag mir, wenn du den Eisbrecher vorübergehend entfernen willst. Ich kann ihn auch bei jedem deiner Pontons anbauen. Okay. Warum sollte ich den entfernen? Irgendwas scheint das überhaupt nicht zu mögen, wenn ich das mache. Also den Geräuschen zu urteilen, war da irgendwas überhaupt nicht mit einverstanden. Eine Eisaxt. Solange ich das Vieh gefüttert habe,
ist da ja kein Problem, oder? Wie kam ich denn nochmal zu dem Typen? Da ist ein Weg hier raus. Sehr schön. Siehst du, ich soll das Eis in Ruhe lassen. Weil sonst irgendwas Schlimmes passiert. Du führst einen harten Schlag gegen die Mitte des Splitters, wo die schattige Gestalt am dunkelsten erscheint. Ein tiefer Riss rast nach oben und lässt eisige Bruchstücke zur Seite fliegen. Das Gebilde bricht auf, gespalten bis zum Kern. Ein funkelnder Stein liegt inmitten zerbrochener Formen. Daraus dringen Fäden aus Sternenlicht hervor. Du nimmst den Stein und gehst. Dieser riesige, eingefrorene Fisch macht mir ganz dezent Sorgen. Wenn ich durch das Eis breche, kann ich echt schlecht navigieren. Was bist du denn, ein Seehecht? Den hatte ich wohl schon. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier gibt's auf jeden Fall was. Da jetzt noch ist, sollte ich. Ah, hier bin ich an dem Stein. Weiß ungefähr, wo ich bin. Warte mal, das sollte ich mir aber auf der Map markieren. Dass ich da wiederkomme. Okay, der riesige Fisch im Eis, der macht mir ein bisschen Angst. So. Achso, ja, das stimmt, den hatten wir schon mal. Ja, den Rest behalte ich mal. Ich glaube, ich muss das Vieh bald wieder ablenken. Ich habe mir die Baupläne angesehen, die wir gefunden haben, und habe noch Pläne für ein Gerät. Sie sind für einen Eisformer, der nicht wie dein Eisbrecher... Der ist nicht wieder ein Eisbrecher, sondern dient dazu, Eisblöcke auszuschneiden. Wenn du das fehlende Gerät findest, kann ich mit der Maschine Eisblöcke zur Kühlung erzeugen. Eisblöcke kannst du in deinen Laderaum packen, um das Verderben von Fisch zu verlangsamen. Ziemlich praktisch, was? So sieht der fehlende Eisverformer aus. Ja, den habe ich nicht. Stimmt, ich habe ja ein neues Buch. Moment. Buch der abyssalen Symbole. Wir haben die ganzen neuen Tagebücher halt. Die haben wir ja schon gelesen. In der Eisformer, ja. Okay. Ja, jetzt pennen wir erstmal. Ja, was ist das für ein Ort? Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich habe da eine Theorie. Kennst du die Legenden von der fahlen Perne? Das ist eine alte Seemannsgeschichte. In der Geschichte heißt es, dass bei wirklich dichtem Nebel manchmal das Eis wie aus dem Nichts auftaucht. Stunden, manchmal auch Tage später verschwindet es dann wieder spurlos. Vor langer Zeit wurde einmal eine Forschungsexpedition ausgesandt, um die Sache zu untersuchen. Anscheinend kehrte nur die Hälfte der Mannschaft zurück. Der Rest verschwand durch Meuterei oder Wahnsinn. Damals haben sich die Seereisen wohl so auf Menschen ausgewirkt, schätze ich. Jedenfalls bin ich bei diesem Ort nicht sicher. Es könnte auch einfach ganz normales Eis sein. Ist es nicht. Nee, ist es nicht. So, ich fahre hinten rum.
weil ich will da ja wieder ins Eis rein. Hier muss ich die Dinger anbringen. Der Felsplatte. Okay. Dann ist gut, dass ich mir die mal... Ah, das ist küstennah, da komme ich so nicht dran. Bin sehr froh, dass ich diesen Eisbrecher jetzt habe. Aber bevor das Vieh wiederkommt... werde ich es füttern. Ich weiß, es ist an sich keine gute Idee, so ein Viech zu füttern. Weil das in der Regel bedeutet, dass es immer und immer wiederkommt. Um halt Futter zu holen. Aber in unserem Fall ist es wohl das Beste, was ich tun kann. Hier habe ich noch einen Eiskratzer. Hier drüben. Ach, das war die Krabbe, ne? Der ich noch nicht so wirklich weiß, wie ich mit diesen Krabben umgehen soll. Ganz ehrlich, wir haben so einen Sprengkörper. Ich würde die einfach in die Luft jagen. So. Mach kaputt. Du hast einen harten Schlag gegen die Mitte des Eis. Ja. Wieder gleicher Text wie beim letzten Mal. Zweiter Ausschieß. Ja, das ist so ein Narwal, aber in monströs. In richtig monströs. Ich bin hier über Nacht. Besser ist es. Ich fahre mal hier außen rum. Weil ich gucken möchte, ob es hier noch andere Wege gibt. Bin ich mit dem Eisbrecher langsamer? Kann das sein? Es wirkt auf mich fast so. Wo denn? Dich kenne ich noch nicht. Ein Schlafhai. Lese ich gleich. Oh. Hier sind wir. Bei Kumpel Riesenhai. Also Riesennarwal. Monster, Drecksviech. Weil das Vieh nicht von hier aus. Und hier voll knicken. Guckt euch mal die Zähne von dem Viech an. Ein Zahn fast so groß wie unser ganzes Schiff. Na? Auch hier? Ein ängstlicher Ton schlägt dir entgegen. Mörder, du hast deine Männer verraten.
uns hier gelassen, dein schlafloser Gott. Die Stimme verklingt, warte. Dein Schatten. Er spricht andere Form. Bitte, rette uns alle. Finde die Axt. Mach es ungeschehen. Der Verräter. Was passiert? Die Männer sahen Lichter. Klippen im Süden. Bei Nacht. Captain und ich wollten untersuchen. Wir ruderten allein. Es war rastlos, rastlos, schlaflos. Wir passierten Wände aus Eis, kamen endlich an. Das große Horn in Sicht. Die Worte treiben dahin, manche vom Winde verweht. Ging an Land, rasch. Seine schiere Größe, das Licht, irgendwie wussten wir. Augen waren wild. Wie er flüsterte, antwortete. Er sagte, es hätte nur ihn erwählt. Wandte meine Augen ab, konnte nicht anders. Zu schauen, wir kämpften, kalte Hände, eiserner Griff, atemlos. Finde die Axt, mach es ungeschehen. Wer bist du? Erster Offizier, Sicherheit der Mannschaft. Ließ sie im Stich, hätte stattdessen, verfluchter Ort. Was ist das Ding im Eis? Die Gestalt im Eis schrumpft zusammen. Ich weiß nicht. Die Augen geöffnet, beobachtet. Schatten eines Schattens durch das Eis. Aber mehr, noch geschlossen. Es kann sich nicht erheben, das Eis brechen, Herz ausmerzen. Okay. Darf nicht vollends erwachen, die Augen. Schließe sie, trifft das Herz. Okay. Ich glaube, das Vieh aufwachen zu lassen, ist keine gute Idee. Das Gebilde bricht auf, gespalten bis zum Kern, ja. Und wir kriegen den nächsten Stein. Nimmst den Stein und gehst. Ja, noch haben wir Tageslicht. Wir beim Captain in der Nähe. Ja, sind wir. Okay. Ich weiß in etwa, wo wir sind. Ich glaube, ich sollte hier beim Captain pennen. Ich will bei Nacht nicht draußen sein. Das ist doch auch Teil vom Körper von dem Vieh, oder? Wenn ihr mir noch nicht erzählt, das ist alles nur dieses eine Vieh. Captain, du bist an allem wahrscheinlich schuld. Deswegen zerbreche ich jetzt auch dich. Und das Horn, das da hinten ist, das kann mal aufhören zu leuchten. Oh, das ist zerbrochen. Das Gebilde bricht auf, gespalten bis zum Kern. Ein funkelnder Stein, ja. Du nimmst den Stein und gehst. So, ich fütter das Vieh nochmal. Um sicher zu sein, dass es mich in der nächsten Zeit nicht angreift. Der Schlafhai. Dieser Raubfisch der kalten, dunklen Tiefe schleicht sich an seine Beute an. Einzelne Exemplare können mehr als 400 Jahre alt werden. Der passt nicht rein. Das ist zu fett. So. Ist nicht viel Fisch, aber ist zumindest genug, um das Vieh für einen Moment zu besänftigen. Hier bin ich wieder. Verdammt, ich bin falsch gefahren. Aber da ich ja hier auch rauskomme, ist das eigentlich wurscht. Ich
Könnte ich aber gerade die Gelegenheit nutzen und hier mal die Steine einsetzen. Vielleicht kriege ich dafür noch was. Das pulsierende Licht wird stärker und dringt in die vier Steine ein. Ein Netz aus Licht entsteht zwischen ihnen. Es verbindet sich zwischen ihnen und vereint sie. Strahlendes Schleppnetz. Kostet mich 4 Stunden, es einzubauen. Aber das ist ja mal ein geiles Schleppnetz. Das kann ich ja fast überall einsetzen. Sogar hier im Eis. Okay, das bedeutet, das hatte gar nichts mit unserer Story zu tun. Dieses, das Licht. Sondern es hing einfach, ja, da dran. Was auch bedeutet, wir sind wahrscheinlich im nächsten Part mit Dredge fertig. Es ist schade, aber wir kommen wohl schon so bald zu einem Ende. Ja, den verkaufe ich jetzt. So, Werft. Reparier mir mal alles. So, ja, der verrottet schon. Hier, nimm ihn. Das Teil habe ich noch nicht gefunden. Ja, hier sind wir mit allem fertig. Heißt, ich könnte eigentlich noch so ein Forschungsteil kaufen. Warte mal. Leider ist bei der Werft dabei. So. Wenn wir schon dabei sind. Wird doch auch ein Achievement. Wenn ich hier alles abgeschlossen habe. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, beim nächsten Mal bringen wir das Ganze zu einem Ende. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns alle gemeinsam, wenn es ganz wahrscheinlich schon zu einem letzten Mal heißt, Dredge. Bis dann, euer Wolf.